Schwach, Vincent. Das ist der im schwarzen Trikot mit der Brille. Im Einzel, glaube ich, noch nichts gewonnen. Dementsprechend müsste auch das Double hier eigentlich zu machen sein für die beiden Jungs, die vermutlich ziemlich sicher noch Schüler spielen können, also U15, hier aber in der U19-Klasse starten. Julius Weber, TJK Feldrich Nachwuchs und links davon das Trikot solltet ihr kennen. TV Hüppelstein, Heidemann. Neun, sechs führen sie. Yes. Aber ich fürchte, für ein Endspiel wird das nicht ganz reichen. Ganz wichtig, dass der auf den Tisch ging. Jetzt kein Fehlaufschlag. Wie steht's in Sätzen? 1-1? Nein, 1-0. 1-0. Also, das war der erste Satz. Ein Blick auf die Betreuer. Das ist einmal der Papa von Julius Werner und einmal Mama Heidemann, sehr engagiert hier, was ihren Sohn betrifft. Gab es erst letzte oder vorletzte Woche auch einen großen Zeitungsartikel, vielleicht ein bisschen zu früh da schon von einer Nachfolge für Matthias Danzer oder Hannes Hörmann zu reden. Da hängen die Trauben doch sehr hoch. Die Mutter erfolgreiche Sportlerin. Zweite Bundesliga Damenfußball hat sie gespielt. So, und während die meisten oder fast alle hier keinen Coach haben oder sich von Kumpels coachen lassen, gibt es hier gleich zwei. Und ich denke, Papa Werner macht doch das Richtige. Er ist der eigentlich mit dem, vermute ich mal, einen größeren Tisch, den ich Sachverstand, weil er selber recht gut spielt. Ob man als Fußballspielerin und Hobby-Tischtennisspielerin diesen Sachverstand mitbringt, ich weiß ja nicht. Sie mittlerweile auch gut Hobby-Tischtennis spielt, aber was heißt das schon zum Thema Coachen? Ich halte mich da mal raus. Ich sag da mal fast nichts. Fast nichts, ne? Thank you.
Getroffen. Hier oben. Wir haben die Seekarte Einzel, Endspiel, abgestimmt.
Thank you.